Wir sind eine Runde weiter. Wir sind im Viertelfinale. Das eigentliche Minimalziel, glaube ich, ist es damit erreicht. Aber jetzt wird es ein klein wenig schwerer. Ja, liebe Wettfreunde, am Samstag war es soweit. Donner und ähnliches im Dortmunder Stadion. Spielunterbrechung, VAR-Entscheidung, ein Fußballspiel, was überragend gut angefangen hat von unserer Seite. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann Unterbrechung, ja, der Rhythmus war nicht da im Spiel. Eigenartige Szenen, eigenartige Entscheidungen. Formal juristisch, sportlich mit Sicherheit gerechtfertigt und auch richtig. Aber, jetzt kommt das ja aber, nur mit dem Sport selber hat das weniger zu tun. Es tat mir leid, in An- und Abführung natürlich, für die Dänen. Ein Tor nicht gegeben worden, ein Elfmeter gegeben worden, über den man diskutiert hat. Sie waren mit Sicherheit nicht bevorteilt, sagen wir es mal so. Anders wäre es gewesen, wenn uns das passiert wäre, wäre der Aufschrei wahrscheinlich noch größer gewesen. Aber losgelöst davon hat die deutsche Mannschaft dieses Spiel mit 2 zu 0 gewonnen, das auch irgendwo losgelöst von der Höhe auch verdientermaßen. Sie haben eine gute Struktur gehabt im Spiel, sie haben gut nach vorne gespielt, ohne dass Toni Kroos alles machen musste, es waren andere beteiligt. Musiala in der Endkonsequenz mit dem 2 zu 0 mal wieder einer der herausragenden Spieler oder der spektakulärsten Spieler. Gut, weil für mich persönlich die Leistung von Schlotterbeck, dem auch ein Tor aberkannt wurde, ob Kimmich da blockiert hat oder nicht, da muss man, oder auf welche Art und Weise er blockiert hat, da muss man den Videobeweis wirklich mal fragen, wo das anfängt mit Berührung, wo das aufhört oder wann überhaupt irgendwas als Foulspiel gewertet wird. Ich fand die Kombination gut oder der Eckball gut, wie er ausgetragen wurde, da haben die Deutschen sich ein paar Gedanken gemacht. Und das ist irgendwo bei Spielen, die irgendwo auf Augenhöhe stattfinden, auch der Schlüssel zum Sieg. Wir sind eine Runde weiter. Wir sind im Viertelfinale. Das eigentliche Minimalziel, glaube ich, ist es damit erreicht. Aber jetzt wird es ein klein wenig schwerer. Ja, die Spanier kommen auf uns zu im Viertelfinale. Was kommt da auf uns zu? Eine unglaubliche Offensive. Spielerisch, vom Tempo her, überragend geprägt. Spielerisch herausragend. Und für mich persönlich mit Jamal auf der rechten Seite. Ein Offensivspieler, ja gut, 16 Jahre alt, einen Tag vorm Finale, was die Spanier hoffentlich nicht erreichen werden, wird Jamal 17 Jahre alt. Ich erinnere mich, habe in frühen Zeiten mal, in ganz frühen Zeiten mal einen 17-jährigen, vorher einen 16-jährigen Messi gesehen, in der Schule, in der Kaderschule von Barcelona. Er war bei weitem nicht so weit, wie Jamal jetzt im Augenblick schon ist. Mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Ich glaube, ein Weltstar kann da heranwachsen oder wächst da heran, wenn nichts Außergewöhnliches passieren wird. Also geballte Offensivkraft, nicht einfach für uns zu verteidigen, aber die Spanier sind zu schlagen. Und zwar dann, wenn man Druck ausübt, dann, wenn die Innenverteidigung der Spanier, die mit Sicherheit nicht auf höchstem europäischen Niveau spielt, wenn sie unter Druck gerät, dann haben wir Möglichkeiten. Also, es gilt darum, es geht darum, dass man mutig nach vorne spielt und hinten natürlich stabil sein muss. Das fängt im Mittelfeld an. Da darf ich keinen einzigen Spanier den Platz geben, den sie so lieben. Mit dem Ball können sie was anfangen. Jeder Einzelne ein hervorragender Fußballer. Aber die deutschen Tugenden und vor allen Dingen die Kraft des Publikums wird hoffentlich dazu reichen, dass wir dieses Viertelfinalspiel gewinnen. Und ich hänge mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn wir das Spiel gegen die Spanier gewinnen sollten, werden wir Europameister. Ja, liebe Wettfreunde, wenn man auf die Favoriten, die sogenannten Favoriten guckt, dann muss man sagen, sie schwächeln noch ein klein wenig. Aber sie sind bis auf die Italiener, die es zumindest ins Achtelfinale geschafft haben, alle noch dabei. Alle noch dabei. Das heißt, sie können aus ihren Fehlern lernen. Sie haben Qualität im Team. Das fängt bei den Belgiern an und hört bei den Engländern auf. Bisher hat man die Qualität noch nicht unbedingt komplett gesehen, aber sie haben Qualität und jetzt wird es eng. Die Franzosen, bisher auch noch keine Glanzlichter. Warum? Weil Mbappé verletzt war, Nasenbeinbruch. Ich weiß es nicht, ob einer alleine da so entscheidend ist, denn sie haben großes Potenzial, gerade in der Vorwärtsbewegung. Ob das die Franzosen sind, die Belgier, natürlich noch enttäuschender. Alle sind sie weiter und jetzt spielt Frankreich ja gegen Belgien. Mal schauen, wer da überbleibt. Die Favoriten schwächeln, aber die Favoriten haben sich bisher durchgesetzt. Und das ist ein Zeichen dafür. Nehmen wir die Engländer, die ja im Prinzip schon ausgeschieden waren, in der Nachspielzeit erst den Ausgleichstreffer gemacht hat. Aber diese Siege, die man holt bei Schlechtspiel und dann noch Gewinn, zeigt irgendwo eine gewisse Qualität. Und von daher glaube ich, ja, die Favoriten bleiben Favoriten, bis auf die Italiener, der amtierende Europameisterschaft
Sieger hat sich abgesetzt, der hat verloren, gerechterweise gegen die Schweizer. Und es haben sich vielleicht neue Mitfavoriten entwickelt. Allen voran eben die gerade von mir genannten Schweizer, aber auch die Österreicher. Unsere Nachbarn spielen großartigen Fußball und sind mit Sicherheit als Geheimfavorit zu bezeichnen.